Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla sprengt Börsenerwartung, erste Supercharger in Afrika und VW nicht mehr wettbewerbsfähig. Mein Name ist David und dies ist die Folge 192. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier uns den Lars reinholen. Den kennt ihr schon, ich mache ja immer die Tesla-News im T&E-Talk dann am Schluss oder manchmal auch am Anfang. Und Lars ist vom TFF und mit, ja, sehe ich hier auch schon im Bild. Und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Lars. Guten Abend, David. Hi. Guten Abend, Internet. Genau. Ja, wir reden über Tesla und über die Tesla-News. Diese Woche gab es mal wieder Zahlen. Und zwar sind die Quartalszahlen veröffentlicht worden. Und darüber müssen wir sprechen. Das war nämlich mal wieder ein Rekordquartal. Ich glaube, ich hau euch jetzt erstmal diese ganzen Zahlen um die Ohren und will natürlich auch dann wissen, was der Lars davon hält. Das muss ich ein bisschen ablesen, weil die sind einfach ein bisschen zu umfangreich sonst. Tesla hat 241.300 Fahrzeuge ausgeliefert. Das jetzt verglichen mit dem letzten Quartal ist das 20% mehr. Da waren es nämlich nur 201.000. Und wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, sind das sogar 73% mehr. Also ein unglaubliches Wachstum hier im Vergleich mit dem letzten Jahr. Und dann schauen wir uns auch noch die Produktionszahlen natürlich an. Die sind auch immer ganz wichtig, vielleicht sogar fast noch ein bisschen wichtiger als die Lieferzahlen. Da sind es ein bisschen, das waren ein bisschen weniger. Also Tesla hat es geschafft, mehr Fahrzeuge auszuliefern, als sie produziert haben, weil sie eben noch welche natürlich im Inventar hatten. 237.823 Fahrzeuge wurden produziert im letzten Quartal. Auch hier ein enormes Wachstum im Vergleich mit dem Q2, oder waren es 206.000. Ja, Tesla hat mal wieder die Erwartungen der Wall Street komplett übertroffen. Die haben ungefähr geschätzt, dass Tesla 222.000 Autos liefern wird. Was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist, dass Tesla es geschafft hat, das Model S wieder deutlich verstärkt zu produzieren. Damit hatten sie ja im letzten Quartal angefangen. Da waren es nur 2.340 Fahrzeuge. Jetzt sind wir da schon bei knapp 9.000. Ja, Lars, was sagst du denn dazu? Bisher hat der Tesla dann dieses Jahr schon 24.000 Fahrzeuge produziert. Jetzt sind wir mitten in so einer Chip-Krise und Tesla schafft hier eigentlich das Unmögliche, nämlich trotzdem zu wachsen. Wie erklärst du dir das denn? Naja, das hat Elon auch schon mal erwähnt. Und zwar ist Tesla dadurch, dass sie ihre eigene Software komplett selber schreiben, flexibler unterwegs. Und sie können halt, wenn sie feststellen, da ist einer unserer Lieferanten, der kann uns jetzt mit Chips nicht beliefern, können sie sehr kurzfristig auf einen anderen Lieferanten wechseln und gegebenenfalls notwendige Softwareanpassungen selber schnell umsetzen und so so einen Mangel relativ schnell aus der Welt zu schaffen. Und deswegen, glaube ich, werden wir ein weiteres Wachstum sehen. Ich schätze mal vielleicht im nächsten Quartal 250.000. Und ja, ich meine, ein Großteil von uns, die hier rund um diese Sendung beteiligt sind, haben das ja in den letzten 3 Tagen sogar live sehen können, wie es zum Quartalsende abgegangen ist. Und es war schon sehr spannend zu sehen. Und ich glaube, wie gesagt, es geht weiter bergauf. Das heißt, Tesla ist natürlich durch die Chip-Krise schon mit beeinflusst. Es ist zum Teil für sie schwieriger, eben ja die Chips zu bekommen. Und sie müssen die Software dann eben anpassen. Aber sie schaffen es trotzdem weiter zu wachsen und können eben im Gegensatz zu anderen Herstellern mehr Autos verkaufen als vorher. Jetzt gibt's schon, ich habe mal nachgeschaut, über 2 Millionen Teslas insgesamt auf der Straße und davon sind 1,5 Millionen Model 3 oder Model Y. Das ist schon beeindruckend. Was erwartest du dir denn fürs nächste Jahr? Ja, da haben wir ja letztes Mal schon drüber spekuliert, ne? Nächstes Jahr geht Austin und Grünheide in den Betrieb und da werden wir auch spannende Zahlen sehen, aber auch die werden natürlich hochlaufen müssen. Ich denke, es wird vielleicht schneller gehen als bisher, weil man mit Shanghai ja schon gute Erfahrungen gemacht hat, aber trotzdem werden ja sowohl in Grünheide als auch in Austin teilweise neue Technologien zum Einsatz kommen, die es vorher noch nicht gab, sei es die neuen Zellen, sei es die neuen Gussverfahren. Von daher wird es
spannend zu sehen, wie die Zahlen sind. Deswegen will ich da gar keine Zahl raushauen, weil egal was, man liegt, glaube ich, daneben. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe gehört, dass der Joshua noch da ist und vielleicht auch eine Frage aus dem Chat hat. Also Fragen sind jetzt keine mehr im Chat. Okay. Wenn was reinkommt, dann meldest du dich nochmal rein. Super. Ja. Ja, dann wechseln wir gleich mal das Thema. Lars, und ja, es gab nämlich interessante Nachrichten auch vom afrikanischen Kontinent. Denn Tesla hat hier erstmals 2 Supercharger in Marokko eröffnet. Das ist auch was Neues. Da gab es vorher nämlich noch gar keine. Ich weiß nicht, ob du dir mal angeschaut hast, wo die sind. Ich habe sie selber in Marokko jetzt nicht gesehen. Ich finde das schon spannend. Also Tesla selber ist halt stark dabei, neue Märkte zu erobern. Im Moment ist man ja auch sehr stark dabei, mit der indischen Regierung in Verhandlungen zu treten, um dort die Strafimportzölle, die es da gibt für ausländische Autos, zu reduzieren, um halt auch Indien als Markt zu erschließen. Und das ist ja auch ein riesiges Land. Ich selber kenne einige Leute in Afrika, die sehnsüchtig darauf warten, einen Tesla zu kriegen, die zwar sagen, ich kann mir das Auto importieren, aber ich kann es weder laden noch servicen. Also da gibt es sicherlich gutes Potenzial für weitere Absatzmärkte. Es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, denn wenn Tesla in den neuen Markt geht, fangen sie in der Regel mit Infrastruktur an, das heißt mit Superchargern und Servicecentern. Diese ersten beiden, die stehen jetzt in Casablanca und in Tangier. Es sind ganz kleine Supercharger mit nur 4 Ladepunkten und es sind auch noch V2 Supercharger, aber immerhin, es ist ein erster Schritt und ich fand das eine super Meldung und freue mich, dass wir da vielleicht bald mehr sehen werden. Ja, gute Nachrichten gab es auch für Leute, die Interesse am Plaid Model X haben, denn davon sind auch ein paar Fahrzeuge zumindest auf Parkplätzen in Fremont, glaube ich, aufgetaucht. Ja, wobei leider nicht für Europa, ne? Also die Lieferzahlen, die man sieht für Europa, für auch das Plaid Model S oder das Long Range, liegen immer noch im 2.-/3. Quartal 22. Ja. Also wir müssen uns leider noch was gedulden. Deswegen gehen auch teilweise die Gebrauchtmarktpreise für S und X ziemlich steil nach oben. Ah ja, das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe auch gesehen, dass gleichzeitig, obwohl jetzt da ein paar Model X gesichtet wurden, die dann hergestellt in der letzten Zeit, hat Tesla auch für Neubestellungen in den USA da die Timeline nochmal weiter nach hinten geschoben. Die lag vorher bei März, April, wenn man sich jetzt ein Plaid Model S bestellen wollte. Und das wurde jetzt gerade wieder auf Mai bis Juni verlegt. Das heißt, die haben eine gewaltige Nachfrage. Und ich denke, da werden wir auch in den nächsten Monaten noch eine interessanten Product Ramp für Model S und X weiter sehen. Dann wollte ich noch ein anderes Thema besprechen mit dir. Und zwar gab es eine Meldung von Business Insider diese Woche zum Thema VW. Das ist jetzt kein direktes Tesla-Thema, aber irgendwie doch, denn Tesla ist mit direkt Grund für diese Meldung gewesen. Und zwar gab es da ein Treffen bei VW. Genau, ja, es gab ein Treffen bei VW und auf diesem Treffen hat VW unter anderem ja gesagt, oder ich glaube, der Herbert Diess war es selber, dass Tesla deutlich im Vorteil ist, was die Produktion angeht, nämlich dass die Produktion von einem Model 3 10 Stunden dauert, während die aktuellen Volkswagen-Modelle, also Audi 3, glaube ich, ging es spezifisch drum, knapp 2 Tage brauchen. Also das ist also 3-mal so lange. Und das finde ich umso erstaunlicher, weil es hat ja früher immer geheißen, das sind gerade die Stärken der alteingesessenen Marken, dass die Produktion können. Und Tesla zwar schöne Autos baut und Software kann, aber keine Produktion kann. Und jetzt musste man zugeben, dass auch Tesla hier im Vorteil ist. Das fand ich, war schon ein kleiner Bummer. Ja, ich fand das auch fast ja schon ein bisschen schockierend, davon zu lesen. Ich habe, das war ein richtiges Krisentreffen, wo anscheinend 120 Top-Manager von VW eingeladen waren. Und ich habe mal die Zitate hier rausgesucht. Das hat übrigens der Alex Vogt getwittert. Und in dem habe ich das auf seine Tweets entdeckt. Und Elon Musk hat sogar darauf reagiert. Also ich lese das euch gerade mal vor. Der schrieb, dass Herbert Diess erklärte, dass VW im Vergleich zu Tesla und chinesischen Herstellern zu teuer, langsam
und mit geringerer Produktivität einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Das ist schon eine harte Aussage von dem CEO von VW. Und Elon Musk hat direkt darauf reagiert und hat geschrieben, dass die Fertigung Teslas langfristige Wettbewerbsstärke sein wird. Das ist jetzt auch nicht so, was er zum ersten Mal sagt, sondern das hat er schon öfters erwähnt. Und wie du schon sagtest, sehr verwunderlich, dass diese eigentliche Stärke der klassischen Automobilhersteller hier wohl nicht mehr so zum Tragen kommt wie früher. Ich habe noch ein paar Zitate aus diesem Tweet, die lese ich auch noch gerne vor, weil sie einfach schon bezeichnend sind, finde ich. Es gelte es zum Beispiel, den Kampf gegen Grünheide aufzunehmen, sagte er dies. Und wenn alles so bleibt, wie es ist, wird VW nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Wir haben eine große Verantwortung für diesen Standort und wir müssen uns dem neuen Wettbewerb stellen. Und dann sagte noch der Herr Brandstätter, dass es dringend notwendig sei, dass in Wolfsburg die Weichen neu gestellt werden. Der künftige Wettbewerb mit der neuen Gigafactory von Tesla wird brutal sein. Der Elektroauto-Pionier setzt neue Maßstäbe in der Autoproduktion. Ja, und dann kam das Beispiel, dass das Model 3 dreimal so schnell gebaut werden kann als ein VW ID.3. Das ist schon krass. Und VW sagt hier, sie hängen sich an das Projekt Trinity. Vielleicht hast du da noch ein paar Infos zu. Was ist denn das genau? Ja, Trinity ist quasi das erste Update der aktuellen MEB-Plattform, auf dem ja ID.3, ID.4 und auch die anderen Derivate von Audi oder so laufen. Und dieses dieses Update sozusagen soll als allererstes einen Passat-Nachfolger hervorbringen. Das ist quasi Trinity. Und Aussage von VW ist, dieses Modell soll dann Maßstäbe in Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Digitalisierung setzen. Was ich noch lustig sozusagen in diesem Rahmen fand, war, dass der VW-Betriebsrat noch mit einer Meldung rausgekommen ist, wo er gesagt hat, dass er mehr Geschwindigkeit bei der E-Mobilität von VW fordert. Finde ich deswegen witzig, weil vor nicht allzu langer Zeit war das genau das Gegenteil der Fall. Da war der Betriebsrat einer derjenigen, die das massivst gebremst hat, das Thema. Bis wann soll denn Trinity kommen? 2026, also da fließt noch so ein bisschen Wasser durch den Rhein runter. Das ist wirklich heftig und die Frage ist, ob das nicht dann doch viel zu spät ist. Und mich wundert das wirklich, denn VW gilt ja als Vorreiter unter den klassischen Automobilherstellern, was die Elektromobilität angeht. Dies hat da unglaublich viel getan, auch positive Sachen ins Rollen gebracht und da zu hören, dass sie wirklich denken, sie sind nicht mehr wettbewerbsfähig, finde ich schon einen echten Hammer. Da muss man sich mal vorstellen, wie es dann bei den anderen ausschaut, wie BMW oder auch Toyota oder so. Ja, das fand ich schon krass, diese Meldung. Wir werden natürlich das Ganze weiter beobachten und schauen uns vielleicht noch ein Interview an, das Elon Musk gegeben hat diese Woche. Das fand ich auch ganz interessant. Das verlinke ich euch auch unten gerne nochmal in den Shownotes, denn das ist immer positiv. Der war halt auf einer Konferenz von CodeCon, hieß die, und hat da zu allen möglichen Themen ganz interessante Sachen gesagt. Ich fand einen Kommentar besonders gut, da ging es um das autonome Fahren nochmal. Wir haben ja jetzt gerade die FSD-Beta-Version, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich glaube, 1000 User will Tesla wöchentlich in das Beta-Programm mit reinnehmen. Lars, hast du das Zitat gerade da? Elon hatte schon gesagt, auch wenn man die tödlichen Autounfälle durch autonomes Fahren um 90% senken kann, werden uns die Angehörigen der Verstorbenen 10% trotzdem verklagen. Die 90%, die nicht gestorben sind, werden nicht mal wissen, dass sie gerettet wurden. Und das trifft natürlich auch so ein bisschen das wieder, was man so mittlerweile in der Presse sieht, ne? Dass jeder Unfall wird zu einer Riesenmeldung hervorgepusht größer gemacht, als es eigentlich ist. Aber die ganzen Fälle, wo ein Autopilot quasi jemanden gerettet hat oder wo es gar nicht zu einem Unfall kam, davon hört ja keiner was. Ja, ich fand das auch bezeichnend, dass er da gesagt hat, die Leute werden es gar nicht mehr wissen, weil sie die Situation gar nicht erlebt haben, dass jetzt plötzlich, wenn jetzt nicht der Computer gefahren wäre,
in Lebensgefahr geschwebt hätten. Das ist schon was, wo wir noch mal länger drüber nachdenken müssen. Vor allem, weil ja auch heute die Unfälle, die passieren, alle unter dem FSD oder Autopilot-Versionen laufen, wo der Fahrer vollkommen verantwortlich ist für alles. Jetzt ist es ja noch gar nicht so, dass Tesla die Verantwortung trägt, wenn das Auto, weil die Autos ja noch nicht autonom fahren. Und ich denke, wenn da der Schritt noch mal kommt, dann wird die Diskussion noch mal eine ganz andere werden, weil dann eben tatsächlich der Softwarehersteller schuld ist, wenn was passiert. Also das bleibt ein spannendes Thema und ja, es wird sicher auch anstrengend für Tesla, ne? Das, wenn man sich denkt, was das bedeuten würde, wenn 90% der Leute, die heute sterben, dann nicht mehr sterben und trotzdem wird es halt nie ganz 100%ig sicher sein. Ja. Dann, ja, als letzte Meldung habe ich noch ein Lebenszeichen vom Cyber-Quad. Das ist ja auch noch ein Fahrzeug im Tesla-Line-Up, von dem man eigentlich schon lange nichts mehr gehört hat. Genau, richtig. Da hat man allerdings, also ich habe das gerade eben nochmal recherchiert. Tesla hat am 23. September ein Markenzeichen registriert für den Namen Cyber-Quad. Aber, und jetzt kommt's, das ist ein Kleidungsmarkenzeichen. Also man hat das beantragt für Shirts, Jacken, Hüte, Babykleidung und Schuhe. Und Hosen. So. Dafür wurde dieses Markenzeichen eingetragen. Also nicht für das Quad selber. Das. Sondern erstmal nur fürs Merch. Ja. Naja, wir fangen halt mit dem Merch an. Aber trotzdem positiv, da mal was von wieder gehört zu haben. Denn auch das ist ein spannendes Produkt, denke ich. Und wird er dann als Option beim Cybertruck zu haben sein, hoffentlich. Ja, Lars, damit kommen wir schon wieder zum Ende. Haben es diesmal ganz kurz und knackig gehalten. Ich danke dir für deinen Input und frage ein letztes Mal in die Chatrunde zum Joshua, der vielleicht doch noch was inzwischen gehört hat. Vielleicht, aber leider immer noch. Genau, leider immer noch nicht. Aber ja, das, während dem Chat war ja zumindest ein bisschen was los. Also danke an alle, die mitgemacht haben. Ja. Und immer weiter an David. Super. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich bedanke mich vor allem aber auch hier beim Carsten und auch bei allen anderen, die hier in der Technik mitgeholfen haben und die Vorbereitung mitgemacht haben. Natürlich herzlichen Dank an euch alle. Das ist ein super Team, das hier immer dahinter steht. Danke auch nochmal an den Nino, dass wir hier auf seinem Kanal streamen konnten, unter anderem. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit entlasse ich euch in die Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.